Herzlich willkommen zurück. Das hier sind 7 Billion Humans. Wir sind hier bei mir. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Ein sauschweres Rätsel gerade. Wir müssen einfach die Datenwürfel in die umgekehrte Reihenfolge bringen. In der letzten Episode habe ich einige Dinge probiert, die einfach nicht funktioniert haben, weil die Bedingungen einfach nicht funktioniert haben. Ich versuche jetzt Folgendes. Ich versuche, dass alle hier den Datenwürfel aufnehmen, einen Schritt nach unten gehen und wenn du keinen Partner quasi rechts, wenn du einen Partner rechts von dir hast, dann reihen sie sich alle so auf, so hinauf. Und dann beginnt der Erste hier rüber zu gehen und der Nächste und der Nächste und der Nächste und ich hoffe, das funktioniert dann so weit. Das wäre an sich toll. Denke ich. Ich bin aber nicht sicher. Ich glaube, dass sogar dieser Scheiß hier sogar nicht funktionieren wird. Bin mir nicht sicher. Die gehen jetzt runter, dann fangen die an. Rauf, 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 scheiße. Und geht schon nicht. Es geht sich also nicht aus, diese Taktik, die ich gerne hätte. Das ist böse. Was mit dir eigentlich? Hab. Heinrich. So, du gehst da drüber. Links über dir ist kein Arbeiter. Also musst du warten, bis ein Arbeiter über dir ist. Dann darfst du nämlich hinuntergehen, solange bis keine Wand da ist. Und dann nach links gehen jedes Mal. Wobei, ich gerade überlege, das ist gar nicht ideal. Du musst nämlich, eigentlich müsste man. Moment. Wenn links über dir ein Arbeiter ist, dann darfst du weitergehen. Oder dann darfst du den Scheiß machen. Dann musst du fragen, ist rechts unter dir ein Arbeiter? Warte mal, nein, nein. Moment. Ich muss mir das jetzt anschauen. Na, aber es geht sich eh nicht ganz aus mit der Diagonale. Das funktioniert nicht. Das ist nicht möglich. Außer, wir könnten es auch anders machen. Wir könnten das Ganze anders machen. Wenn rechts von dir ein Arbeiter ist, dann step up, haben wir gesagt. Cool, oder? Was ist aber, wenn wir Folgendes machen? Wenn wir einfach den generellen Step up hier machen. Step up. Oder wir haben das jetzt. Sobald der unter dir durchgeht. Darfst du anfangen nach rechts zu gehen. Das bedeutet, jeder hat sein Ding. Wenn rechts von dir ja, das Loch ist, ne? Dann step down. Und dann brauchst du nur schauen, ist links von dir schon ein Würfel abgelegt? Wenn nicht, ha, so einfach wär's, oder? Step down. Und wenn links von dir kein Würfel abgelegt ist und links von dir kein Loch ist, dann machst du einen Schritt nach links. Wenn eines davon der Fall ist, else, machst du einen Drop. Das müsste doch gehen, oder? Also, und wenn rechts von dir das Loch ist, dann darfst du das machen. Aber ist rechts von dir kein Loch,
musst du nach rechts gehen. Step right. Das könnte doch gehen, oder? Was ist denn da passiert? Moment, was? Oh! Jump, step right und dann wieder die Prüfung. Ist rechts von dir das Loch. Aber irgendwas hat trotzdem nicht gepasst. Du nimmst das und sie... Aha, aha, aha. Okay. Oh Gott. Oh Gott, was passiert da? Fick dich. Fick dich. So, next. Step down. Ist ja cool, oder? Links von dir ist kein Loch und es ist kein Datenwürfel. Step left. Oh! Da fehlt der Jump. Willst du nicht droppen jetzt einmal? Links von dir ist kein... Oh! Oh, 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 oh. Shoot! Pick up. Step. Up. Rechts unter mir. Jetzt müsste gehen. Leg. Yes! Alter, war das. War das anstrengend. Wow! Ja, zu viel. Und auch zu langsam. Egal. Wir haben es geschafft. Das ist alles, was zählt. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Das ist der Cut.